Ah, das ist also unsere Bude von Aiden Pierce. Diese Typen. Ich habe Sachen gehört, sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Warum sitzt du hier? Er kommt doch, oder? Nicht wie letztes Mal. Das ist jetzt nicht auf Video, oder? Ich habe ihn eingeladen, Schatz. Ist aber lang her. Bist du sicher, dass die Nummer richtig war? Jax, dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders. Aber er liebt uns, glaub mir. Oh Mann. Ja. Der Unbekannte. Scheiße. Alles klar. Ich vermute, unsere Hinweise auf Maurice waren korrekt. Wir haben uns Zutritt zur CTOS Backdoor verschafft, während du die Cops abgelenkt hast. Wenn wir beide etwas davon haben, teilen wir ihn mit dir. Diese Backdoor gibt dir ein wenig Zugriff auf das CTOS-Netzwerk. An etwas Größerem arbeite ich noch. Gib mir Zeit. Aha. Achso, jetzt muss ich den Fähigkeitenbaum öffnen, okay. Alter, die Mausgeschwindigkeit ist ja... Kann na, ein bisschen runterstellen, so. So ist besser. Ich glaube, das wurde echt mehr für die Konsole konzipiert. Zumindest fühlt sich das alles so ein bisschen so an. Diese Fähigkeit wirklich für einen Punkt erwerben. Tore und Garagen, was heißt das denn überhaupt? Kann ich das auch wieder ablehnen? Ich kann jetzt nur akzeptieren sagen, oder was? Ich würde auch gerne Nein sagen können. Geht das nicht? Okay. Gut. Das ist natürlich geil, wenn eine Frage gestellt wird und man kann eh nur sagen, okay. Na gut, Brücken. Achso, warte mal, jetzt können wir mal gucken. Kuh halten und Türen, Garagentüren, Tore zu öffnen und zu schließen. Heißt das, wir können jetzt alle Garagen öffnen? Okay. Achso. Helikopterabscheidung. Beginnen Sie eine neue Welt, um die Upgrades der zweiten Stufe freizuschalten. Ja, okay, also damit wir das... Ja, alles klar. Ist ja egal. Was können wir denn damit machen? Sie können einen Helikopter für 15 Sekunden ausschalten. Auch nicht schlecht. Okay, 15 Sekunden können ganz schön Länge sein. Halten, um Poller zu heben und zu senken. Ah. Das ist ja echt cool, was wir hier alles machen können. Wie viele Punkte habe ich denn überhaupt noch? Ach, 5 Skillpunkte. Die können wir echt jetzt mal ein bisschen verteilen. Was haben wir hier? Hochbahnsteuerung. Drücken, um die Hochbahn zu starten oder zu stoppen. Ist auch eine coole Sache. Komm. Ach, guck mal, hier kann ich auch... Jetzt kann ich hier auch abbrechen. Das war anscheinend nur bei der einen Sache. Warum auch immer, aber... Na gut, egal. Ich glaube, wir können sowieso... Ja, ist egal. Was haben wir hier? Geldautomaten, Hackboost. Erhöht die Geldmenge, die man durch das Hacken von Bankkonten am Geldautomaten erhält. Das ist eine gute Sache. Das mache ich auf jeden Fall. Da brauche ich gar nicht weiter zu überlegen. Jetzt haben wir noch einen Skillpunkt. Da müssen wir mal gucken, was wir hier alles noch so haben. Ein extra Energiefeld. Okay. Um städtische Brücken zu öffnen und zu schließen. Ach ja, klar. Chicago, die Stadt der Klappbrücken auf jeden Fall. Poller zu heben. Ist natürlich geil, wenn wir da einfach mal die Poller ausfahren können und wenn uns gerade eine Polizei verfolgt oder so. Stimmt, das habe ich auch mal in so einem Review gesehen irgendwo. Da hatte das auch einer so gemacht. Da wurde er, glaube ich, verfolgt und... Oder der hat einen verfolgt und genau. Vor dem hat er direkt die Poller hochgelassen einfach. Was haben wir hier? Das können wir doch nicht machen. Okay. Ach, ich finde das eigentlich ganz cool. Wir machen das mal. Das mit den Brücken weiß ich nicht, ob wir das unbedingt brauchen werden. Weil mit ganz viel Glück... Ich meine... Na gut, das bringt einem jetzt nicht so viel. Fahren die da nicht mehr rüber dann, oder? Also ich mach mal das. Ist ja auch nicht so. Wir können ja immer noch... Wir kriegen ja wahrscheinlich noch ganz viele Punkte. Ach, okay. Scheiße, wir haben das alles jetzt nur auf Hacken ausgelegt. Wir hätten da auch noch was auf Fahren und sowas machen können.
Jetzt ist zu spät, das habe ich gar nicht gesehen. Verdammt. Okay, naja gut, egal. Dann sind wir jetzt erstmal, spezialisieren wir uns erstmal ein bisschen aufs Hacken. Dann kann ich ja bei der nächsten Vergabe ein bisschen das auf andere Dinge setzen. Ausruhen. Ruhen Sie sich im Verstecken aus. Wenn Sie sich ausruhen, ändert sich die Tageszeit. Ihr Fokus wird aufgefüllt und Ihr Spiel wird gespeichert. Außerdem wird Ihre Fahndungsstufe zurückgesetzt. Während laufender Mission nicht verfügbar. Alles klar. Okay. Ja, das ist ja so ähnlich dann wie in GTA zum Beispiel. Oder obwohl, da kann man, glaube ich, nicht die Sterne verlieren. Wenn man sich einfach hinlegt. Das geht, glaube ich, nicht. Was können wir noch? Können wir noch irgendwas hacken hier? Die Steuerung ist echt ein bisschen ungewohnt. Ich finde das auch cool, dass man hier so die ganzen Objekte einfach mal beiseite schieben kann. Ah, jetzt haben wir noch mehr. Warte mal, nee. Falsche Taste. Elektronische Teile. Wie ging das denn nochmal? War das mit Q? E? Nee, Moment. Was war denn das noch? Okay. Na egal. Wie ging das doch? Moment. Wir konnten das doch irgendwie. Scheiße. Nee, ich wollte jetzt nicht schießen. Y war das, ne? Nee. So, Tab war das. Okay. Ach, haben wir keine. Hatten wir nicht elektronische Bauteile eben? Guck mal, ich kann einen Köder herstellen. Kann ich nicht noch was anderes herstellen? Kann ich das andere nicht auch noch irgendwie anwählen? Okay. Keine Ahnung, wie ich darüber switchen kann. Angefangenes Audio-Log. Dann hören wir uns das nochmal an. Ich habe einen Fixer angeheuert, um den Schützen zu finden. Jordi Chin. Erst war ich skeptisch, weil der Typ so schräg ist. Er labert ununterbrochen und trägt bei der Arbeit immer einen feinen Anzug. Aber bisher hat er immer geliefert. Er hat einen ersten Namen gefunden. Maurice Vega. Okay, der war ja bei uns. Achso, das ist unser eigenes Memo sozusagen. Kann er. Ach, der kann in der Wohnung, kann er nicht rennen. Okay, wieso ist das eigentlich in jedem Spiel so verdammt? Garderobe. Was können wir uns. Wir haben ja richtig viel zur Auswahl, muss man ja mal sagen. Aber wir haben genug in der Brieftasche. Wir können ja mal gucken, ob wir andere Klamotten finden. Aber ich glaube, erstmal machen wir noch ein paar Missionen. Chemische Komponente. Ah, jetzt können wir bestimmt. Was haben wir da? Instabile chemische Komponente. Hier jede Menge Reiniger. Okay, das Bad sieht. Ja, gut, ist jetzt nicht so mein Geschmack auf jeden Fall. Ich meine, die Wohnung ist vielleicht nicht so. Naja. Vor allem so ein Einzimmer-Apartment ist jetzt auch nicht so Bombe, aber ist in Ordnung. Geht schon klar. Hat er nicht mal einen Fernseher? Mensch. Okay, einen Rechner hat er aber. Was haben wir da? Safe? Ne, Mikrowelle, Küche, okay. Die Küche ist ja auch mal geil. Okay. Ich muss sagen, meine Wohnung ist schöner. Aber jedem das eine. So. Sind wir nicht. Nenu, wie kommen wir denn hier raus? Oder muss ich mich erstmal hinlegen? Wahrscheinlich muss ich mich erstmal hinlegen, oder? Ja, komm. Dann machen wir das doch mal eben. Das wird uns hier so angemarkert. Achso, jetzt kann ich die. Ah, okay, jetzt kann ich die Zeit ändern. Machen wir mal mittags. Oder? Ja, komm. Jetzt immer diese Rückblenden. Okay.
Nur wodurch hat er diese Rückblenden? So genau kann er es doch eigentlich gar nicht gesehen haben, oder weiß er es doch? Ich will mich nicht so an sie erinnern. Nie träume ich von ihrem kleinen Gesicht am Fenster, wenn sie dort auf mich wartete. Oder von diesem süßen kleinen Tanz. Ist immer derselbe Albtraum. Naja, klar, ey. Das ist auch ganz schön heftig. Da muss man erstmal mit umgehen können. Ah, okay, jetzt können wir das Hotelzimmer. Motelzimmer verlassen. Das ist ein Motel, ja klar. Ich muss auf andere Gedanken kommen. Glücklicherweise ist die Stadt voller Ablenkung. Und die können sich nicht verstecken. Nee. Organspenderin, alles klar. Was haben die alle für ein Einkommen, ey? Verzeihung. Das würde ich auch mal ganz gern haben. Mal so 70.000 im Jahr. Diese Spinner glauben, dass ihnen die Stadt gehört. Das wäre schon nicht schlecht. Auch wenn es Dollar sind, aber... Legen Sie Profile von Passanten an, um kriminelle Aktivitäten zu entdecken. Ja, dann tun wir das doch mal. Also. Hat vor kurzem ein... Was? Viceroy angezeigt? Ist das ein Polizist gewesen gerade, oder? Transgender... Schadenssachbearbeiter. Okay, der hat nicht so ein hohes Einkommen. Sieht sich auf Reality-Shows mit Polizisten an. Ja, die hat bestimmt was Kriminelles gemacht. Irgendwann werde ich dem CTOS danken müssen. Ein kleiner Hack ihrer Gesichtserkennungssoftware. Und ich habe Zugriff auf jedermanns persönliche Daten. Das ist natürlich cool. Okay, hier können wir wohl wenig Gesicht scannen. Dreht euch doch mal um, aber... Ah, guck mal, geht doch. Alter, was ist los? Sie hat mich ruiniert, damit kommt sie nicht durch. Ich bin nicht verrückt, beruhigt dich. Aha. Okay. Mögliches Verbrechen. Der Typ ist außer Kontrolle. Aber heute wird er niemandem was tun. Aha, okay, da müssen wir jetzt hin. Na gut. Na gut, ein Verbrechen haben wir erkannt. Wunderbar. Wegpunkt setzen, ja. Achso. Oh, habe ich nicht schnell genug gedrückt? Hätte ich jetzt X drücken müssen? Ne, das Sprengen, das lasse ich erstmal. Scheiße, wo ist denn unsere Karre überhaupt? Wo ist unsere Karre? Oder können wir einfach mal... Oh. Ah, egal. Wir klauen einfach mal ein Auto. Ja, das ist auch unser Auto, oder? Nee. Ah, egal. Ich weiß auch gerade nicht. Muss mit der Musik natürlich auch mal ein bisschen aufpassen, weil ich weiß nicht, weil die GEMA geschützt ist. Aber er hat ja schon das Radio ausgemacht. Okay, er ist hier irgendwo. Ich muss vorsichtig sein, unentdeckt bleiben. Ja. Mal sehen, was der Profiler sagt. Da bin ich auch mal gespannt. Verbrechenserkennung. Wenn das CTOS ein potenzielles Verbrechen erkennt, erreichen Sie das Zielgebiet, benutzen Sie den Profiler, um potenzielle Verbrecher oder Opfer zu identifizieren. Lassen Sie sich nicht entdecken. Warten Sie auf den CTOS-Alarm, bevor Sie einschreiten. Es ist besser für Ihren Ruf, wenn Sie Verbrecher fangen, ohne sie zu töten. Alles klar. Okay, dann versuchen wir das doch mal. Also im Zielgebiet sind wir ja schon. Oder noch nicht ganz, okay, aber wir müssen jetzt gleich den... Das ist hier auf jeden Fall. Das ist die Gegend. Jetzt muss ich nur noch diesen Kerl finden. Ja. Theoretisch. Also wir können überall jetzt sein hier. Komm, öffne doch mal den Profiler. Ja, jetzt... Ah, jetzt geht's. Okay. Okay, okay, okay. Kannst du den mal öffnen? Der scheint noch nicht einzuschauen. Ah. Achso, nee. Okay. Ich kann die ja mal hacken, aber... Was haben wir da?
Neues Fahrzeug verfügbar. Amagosa Turbo. Alles klar. Und wo stehen die Autos? Bei unserem Versteck, oder? Oh. Okay. Das ist natürlich cool. Ach so, das ist auch wie so ein Poller. Alles klar. In dem Fall wäre es ja so eine Art Sprungschanze. Das muss die Frau sein, die der Typ verfolgt. Ah, alles klar. Er ist in der Nähe. Ich kann es sperren. Ja, müssen wir mal gucken. Das heißt also, wir müssen die weiterhin beobachten. Da ist er doch. Hey, wir müssen reden. Da gibt es nichts zu reden. Kapier's. Rechtswahrscheinlichkeit. Okay. Ich bin nicht fertig. Hau endlich ab. Stopp. Ich schrei gleich. Oh, jetzt kriegst du. Genau, das hätte ich doch noch gebraucht. Bleib besser weg, Junge. Okay, kann ich ihn jetzt fangen? Komm. Ah, komm, bleib stehen. Bleib stehen. Bleib doch stehen. Verdammt. Ich will den jetzt auch nicht erschießen. Ich will natürlich erstmal versuchen, den so zu fangen. Ah komm, wir sind auf jeden Fall... Wir sind noch ein Stück schneller, oder? Komm, hier! Jawohl! Erkennungsevent abgeschlossen. Verbrecher neutralisiert. Haben wir den jetzt tatsächlich umgebracht? Opfer unverletzt. Verbrecher neutralisiert. Okay. Hätten wir den jetzt auch vielleicht... Okay. Ja, egal. Seine Oma jede Woche an. Auch nicht schlecht. Fortschrittsbelohnung. Fortschrittsrad öffnen. Achso, jetzt können wir wahrscheinlich wieder ein paar Punkte vergeben, oder? Ah ne, das waren ja hier die... Achso, das ist Fortschritt. Ne, Moment. Wie konnte ich denn das andere noch öffnen? Das konnte ich doch...